Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kerbal Space Program. So, wir haben im letzten Part nebenher ein bisschen Gage verdient. Wie ihr seht, hier ein grüner Auftrag, den wir abgehakt haben. Und ja, wir wollten eigentlich nur zum Mond, aber wenn es da ist, dann nehmen wir das Geld natürlich auch mit. Es liegt ja praktisch auf dem Weg. Und naja, gut, dann gehen wir auch gleich mal hier Set as Target ab zum Mond. Okay, dann Endmanöver. Gucken wir mal, wo kommen wir jetzt am effizientesten zu unserem Trabanten? Ich glaube, das sieht soweit ganz gut aus. Ja, das können wir eigentlich gleich so straight up nehmen. Da habe ich keine Probleme mit. Könnte man da vielleicht noch ein bisschen was effizienter gestalten? So. Dann kommen wir auf der verkehrten Seite raus, gerade habe ich das Gefühl. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so halbwegs das Effizienteste, was wir haben. Ja, ja, ja. Dann, ne, nicht ganz so schnell. So, sehr schön. 4000 Meter, das muss ungefähr reichen. Gut, dann positionieren wir uns gleich mal. Ja, Musik. Und dann warpen wir mal zum nächsten Manöver. Charge sollte ausreichen. Warum chargen wir eigentlich gerade gar nicht? Weil unsere Solarpanels oben und unten sind und wir sind komplett wieder verkehrt von der Orientierung her. 9! Orientierung, mein größter Feind. So. Dann, unsere Burn Time ist 54 Sekunden. Das heißt also, brauchen wir 27 Sekunden starten. Bei 27 Sekunden. Dann, so, hier ist die Taste. Dann sind wir gleich soweit? 3, 2, 1 und boost. Ich weiß, ich habe dafür zwar eigentlich an der verkehrten Seite angefangen zu boosten. Wir sollten ja normalerweise beim Periapsis boosten. Haben wir jetzt aber leider gerade gar nicht. Und ja, da muss halt einfach so sein. Ne? Ich freue mich ja jedes Mal wieder, wenn ihr so Kommentare habt und mir so ein paar Dinge erklärt, die ich vorher noch nicht gewusst habe. Weil es ist nun mal sehr praktisch, wenn ich jemanden da habe, den ich auch fragen kann. Und da seid ihr ja praktisch gesehen die beste Anhaltsquelle. Anhaltsquelle, ne? Übergangs-S berücksichtigen. Welcher war jetzt unseres? Der untere. So, ich glaube, das dürfte so ganz gut passen. Gut, dann nehme ich statt mal hier als Quicksave mit. Wir sind in der richtigen Orientierung. Das heißt, dann gehen wir auch schon mal in Warp Drive. Schön Strom regenerieren wir wieder. So ist gut, so soll es sein. Körbel dreht sich auch schön. Fein. Fine, wie es so schön heißt. Fine. So. Dann sind wir an Position, sind sogar an einer relativ akzeptablen Stelle. So. Dann müssen wir zum Periapsis, also in Richtung Retrograde, burnen. Ne? Also mit dem Arsch zum Retrograde. Ne? So. Passt, wir sind im Orbit. Aber ich glaube, das machen wir so auf 100.000 Meter. So. Gut, das kommt ganz gut hin. Dann nehmen wir Warp hier hin. Dann sind wir sogar im selben Orbit wie Spirit Systems, ne? Ja, hier. Spirit Systems, Moon One. Es hieß ja ursprünglich, dass ich mich eigentlich verschrieben habe, aber ich sehe es gerade nicht wo. Spirit Systems Moon Doppelpunkt M1. Steht ja auch hier auf dem Papier. Also entweder war es in meinem Auftrag falsch geschrieben, was möglich sein kann, oder es ist irgendwas Chaps. Also ich habe das 1:1 so, wie es im Auftrag steht. Gut, dann gehen wir hier auch noch auf die 100.000 Meter. So, das dürfte ungefähr passen. Genauer müssen wir jetzt erstmal nicht. Gut, dann hätten wir natürlich die Sache hier mit unserem Labor an unseren weiteren Trabanten. Wir haben ja zwei, ne? Dann gehen wir erstmal zur Tracking Station. Die Tracking Station.
Das sind nur Trekkies. Ja, der war auch schlecht. Ich weiß, ich weiß. Schlechte Witze müssen trainiert werden. Der hat sich nicht besonders viel weit gerührt. Der Wackelpeter hat auch noch Zeit, um mal ganz Stückel, um genau zu sein. Verzeihung. Ja, dann schauen wir mal hier nach. Flight. Wenn ich jetzt aber die aufspalte, jetzt kommt es mir gerade erst zu, wenn ich die aufspalte, zu was zählt, also was bleibt dann über für eine Station? Gute Frage. Aber wir haben Treibstoff, ja, sogar eine recht anständige Menge. Wir haben hier eine Möglichkeit, wie viel Körbel unterzubringen. Also hier haben wir einen Körbel unterzubringen, die Möglichkeit unterzubringen. Transfer Crew. Transfer Crew, wo haben wir es denn? Da. No Crew in this part. Wie sieht's hier aus? Transfer Crew. Hier sind drei Möglichkeiten, genau hier. 3 von 4. Transfer Crew, hier sind 2. Das heißt, wir hätten 3 Möglichkeiten. Was bedeutet, wenn wir das Science Lab austauschen, reicht es nicht, um den Auftrag am Moon so einfach zu erledigen. Wir können hier 2 unterbringen, haben wir 3. Das heißt, wir müssen 2 weitere unterbringen. Wir müssen noch so eine kleine Kapsel mitnehmen. Das heißt also, die Station um Moon herum braucht noch ein Modul. Gut Fragen. Wie viel Science haben wir eigentlich? 340 knapp. Ist schön. Ist sehr schön. Was, jetzt muss ich jetzt überlegen. Also wenn ich jetzt nochmal so ein Ding hierher fliege, dann muss das erst einmal, es wird dann genug Treibstoff sein, um den Auftrag zu erfüllen. Jetzt gucken wir mal. Genau hier. Have the facility support with at least 21 Körbel. Jetzt lese ich das erst. Holy crap. Kein Wunder, dass das so teuer war, der Auftrag. 21 Körbels. Ich hätte mal das Kerngedruckte lesen sollen. Oh Mann. Have 11.000 units of electric charge on your station. Das ist dann Quarkoni Station mehr. Absolut nicht mehr. Das ist ein Riesenteil. Das ist aber eine halbe Million ein bisschen wenig Budget, muss ich dazu sagen. Zumindest mit unseren aktuellen Möglichkeiten. Naja, gut, da müssen wir uns noch überlegen, was wir mitmachen. Wir haben noch Zeit für das Ding. Gut. Dann add ein Research Lab. Und 7000 auf Liquid Fuel. Ja, 7000. Das sind 3-4 rote Tanks. Okay, das muss ich mir überlegen. Ich glaube, das wird zu unserer Tankstelle dann. Wir mauen ja hier in diesem Bereich hier eine Tankstelle. Und ich würde sagen, ein Research Lab. Fliegen wir das extra her? Oder machen wir einen Flug? Also wir müssen einen Research Lab auf jeden Fall fliegen. Das ist der Auftrag. Im groben Ganzen. Aber wir müssen eins hinzufügen. Add, hier steht, das ist eindeutig. Moment, hier steht ja an Auxiliary. Okay, das gucke ich mir erstmal noch am Boden an. Guck mal nochmal zurück ins Space Center. So viele Dinge, die es hinzuzufügen gilt.
So, erst einmal, gibt's hier noch ein anderes Research Lab, was irgendwie noch heißt, was gemeint sein könnte? Wobei ich glaube, nein. Ich meine mich zumindest nicht daran zu erinnern, dass es sowas gäbe. Ja, Tanks und so weiter. Ja, es ist ein Convertotron, den kenne ich. Da müssen wir unbedingt hin, in diese Forschung. Die wird aber richtig teuer, sage ich euch. Wir brauchen die Bohrer. Nee, aber es gibt, soweit ich sehe, keine weitere Sache in der Richtung. Hui, da habe ich mir etwas einbruckt. Okay. Clampotron Junior. Nee, Clampotron Inline. Da, 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 da. 7000. Haben wir denn hier? Das wäre fast so ein Tank hier. Und gucken wir mal den roten Tank hier. Ja, 3000, das sind ungefähr 2 bis 3 Tanks, ne? Also 2 mit dem, was bereits oben ist. Ja, das ist viel. Okay. War auch ein Command-Pod. Ich glaube, dass man hier keine Aufträge gucken kann, das war ein bisschen doof. Gut, auf jeden Fall, wir fliegen ein Additional Lab Station hoch. Und die fliegen wir gleich zum Mindus. Wir machen nicht den Umweg über Moon. Okay, dann open wir mal. Wo haben wir denn unseren Comlink, das Bay, der Turm, die Brücke, die Fliege 2, die Nadeldrohne. Wo haben wir es? Ein Lab Booster, da haben wir es ja. Dort fette Teil. Muss wieder ins All. Wir haben uns was vorgenommen, meine Damen und Herren. Okay, das war das letzte Mal recht anständig funktionabel. Hoffen wir mal, dass es dieses Mal auch wieder klappt. Wer fliegt denn diesmal? Habe ich ganz vergessen nachzuschauen. Wir nehmen auf jeden Fall keinen weiteren Scientist. Das Labor da oben bleibt jetzt erstmal leer. Wir nehmen das mit zum Moon. Valentina fliegt. Ist okay. Ist schön, soweit. Dann würde ich sagen, ab hoch. Thrust-to-Weight-Ratio, ja. Das war schon damals ein vorher ein Problem. Könnten wir mal gucken, ob wir mit Time Acceleration etwas hinbekommen. Dass es nicht ganz so langwierig dauert. Sagte er und explodierte. So, wenn was kippt, dann soll es in der richtigen Richtung kippen. So. Mal weniger, dann können wir schon mit dem Rotieren anfangen. Damit die hier loswerden. Gut, sehr schön. Was ist kaputt gegangen? Was ist kaputt gegangen? Was ist kaputt gegangen? Noch nix. Wir trudeln aber. Komm jetzt, wir trudeln! Oh, verdammt. Das ist nicht gut. Oh Mann. Gucken wir mal, ob wir das noch irgendwie hinbekommen. Das ist jetzt keine Glanzleistung, aber eine. Der Flip hat. Der Valentina ist genauso drauf wie Jet. Oh, die zwei müssen verwandt sein. Oh Mann. So, ist das jetzt so halbwegs richtig? Okay, passt. Wir haben nicht ganz so sehr versagt. Nicht elegant, aber auch nicht versagt. Noch machbar. Okay, wir sind auf richtiger Höhe. Passt. Okay, noch ist nichts kaputt gegangen. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich. Und es ist natürlich finster wie Nacht, ne? Klar, könnte vielleicht daran liegen, dass es Nacht ist, aber naja, you know, ne? Wo ist denn die Antenne? Das ist ein Strut. Muss ich gerade selber gucken, wo ist denn die Antenne? Antenne, die war doch hier irgendwo. Ich darf den Apoapsis nicht aus den Augen verlieren, ne?
Wo haben wir es denn? Antenne. Antenne? Ich dachte, ich habe hier eine hingebaut. Ernsthaft? Wo ist die hin? Natürlich sieht man jetzt besonders viel. Ich habe schon wieder Lichter vergessen. Oh Mann, ich vergesse sie immer. Okay. Korax, das kriegst du hin. Das kriegst du hin, noch ist nichts explodiert. Ja. Gut, dann müssen wir es erstmal ohne. Da muss der Körbel alleine das hinkriegen. Wir haben auf jeden Fall jetzt langsam mal einen Orbit, den wir zusammen bekommen müssen. Die Musi ist schon angegangen. Wir kommen noch früh genug in Reichweite. So. Wir sind gleich am perfekten Höhe in der Apoapsis. So, dreh dich mal. So. Geht ein bisschen schneller. So. Wir sind oben. Dann würde ich sagen, geben wir mal Gas. So weit, so gut. Unser Horizontal Speed steigt. Das dürften wir sogar noch mit der Packung hier hinbekommen. Ja, das kriegen wir locker hin. Locker! Jo, wir sind in Orbit. Sehr schön. Wir haben zumindest schon mal den größten Hindernispunkt überstanden. Jetzt haben wir noch 200 Meter über. Wir wollen ja gleich nach Mundus. Mundus ist sogar in einer relativ guten Position dafür. Set as target. Relativ ist dabei sehr relativ zu sehen. Dann machen wir mal ein Manöver. Und gucken wir mal, was wir hinbekommen. So. Ja, komm schon. Nerd. Ja, jetzt hat. Jo, das sieht sogar recht gut aus. Damit könnten wir sogar relativ sparsam sein. So, dann gucken wir mal, ob wir. Wie viele Umläufe wir bräuchten. Zu viele auf jeden Fall. Ist okay, dann fliegen wir halt etwas weiter. Halt, stopp. Mach hier keine Schulitäten, ne? Ja, ich hab schon wieder vertippt. Add Manöver, so. Weiter. Schön. So, ist das Ganze noch im Blick behalten. So. Sehr gut. Das ist eine Interception, ne? Dann gucken wir mal, ob wir uns schon mal in Richtung begeben können. Dabei gucken wir mal, ob wir schon genug Licht haben. Ne, haben wir gar nicht. Strom darf uns ja nicht ausgehen. Ohne Strom sind wir ziemlich, sozusagen entspannt, ne? Da wird auch nicht mehr viel passieren. Solarpanels habe ich auf jeden Fall bei dem Ding drauf. Oh, wo habe ich jetzt die Antenne hingelagert? Das sind alles die Struts. Ich bin mir eigentlich sicher, dass hier irgendwo eine Antenne sein muss. Da ist sie. Extract Antenna. Sehr schön. Die ist da zwar ein bisschen unsicher, aber sie ist schon mal da. Sehr schön. So, dann bewegen wir uns auch schon mal in die Richtung des Zieles. Ne? Wir wollen ja nicht überschießen. So. Geben wir auch gleich Time Warp, damit wir das Ganze auch noch gut hinbekommen. Und wir sofort instant bremsen. So, hier. Und dann warpen wir to the next Manöver. Unser Burn ist 13 Sekunden lang mit knapp 1000 Meter pro Sekunde. Kriegen wir auch hin. Aber 13 Sekunden werden wir nicht feuern können, weil wir haben dafür eigentlich viel zu wenig. Was machst du da? Du nackelst und wackelst schon wieder. Ich glaube, wir sollten jetzt einfach mal das Burn anfangen. So, dann drehen wir das Ganze mal ganz kräftig, um ein bisschen Rotational Speed zusammenzubekommen. Wir fahren dabei die Antenne ein. So, und weg damit.
Das kriege ich jedes Mal wieder Herzflattern, wenn ich das sehe. Und wir starten mal den letzten Buchstaben. So, wir sind eigentlich sogar noch Overtime. Jetzt können wir starten. Stuten, ne? So. Wir sind mal gleich da, würde ich sagen. Nicht overshooten. Es geht mit dem Ding relativ einfach. So, und... So. Gut, das war schon overshootet, aber das ist nah genug. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns dort. Für die Gott.